Servus Leute, willkommen zu einem neuen Infovideo. Vorab erstmal, ja, so eine Kulisse hier, Art Video kennt ihr wahrscheinlich schon von Marc. Das Problem ist, wir hatten mal wieder dieselben Gedanken und ja, deswegen ist es halt jetzt so. Und ja, erste Frage ist schon, ich habe mir Stichpunkte gemacht, warum ich mein Kennzeichen jetzt von meinem neuen Auto retuschiere bzw. unkenntlich mache bei YouTube oder bei Facebook. Das liegt daran, ich möchte es einfach nicht mehr, dass man es erkennt. Und deswegen retuschiere ich es bzw. mache es ab oder ich hänge irgendwas davor oder sowas. Ja, ist einfach nur aus Privatzwecken. Deswegen wird es halt nicht mehr gezeigt. Ja, dann hat mich einer gefragt, was ist alles schon eingebaut, was wird noch alles ins Fahrzeug kommen. Also eingebaut ist natürlich, das habe ich schon erwähnt, Standlicht, Uhrstandlicht wieder, dann das Coming Home, meine Eden-Anlage, was habe ich noch jetzt, weiß ich selber schon gar nicht mehr, genau, mein Ambient-Beleuchtung und sowas. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann packe ich es einfach unten in die Infobox. Ja, was wird kommen? Ansaugbrücke M50 wird kommen. Haben mich schon viele gefragt, wann es endlich kommt. Ich kann es euch nicht sagen, wann es kommt, aber ich muss mir erst mal eine kaufen. Beziehungsweise, wer eine hat, beziehungsweise nicht so sauteuer bitte, kann mich gerne anschreiben. Oder ich sag mal, wenn sie in einem guten Zustand ist, dann werde ich es mir anschauen, beziehungsweise Bilder schicken oder sowas. Ja, was kommt noch? Der Himmel kommt raus, der fängt das Hängen an, ist so eine alte BMW E36 Krankheit. Der wird neu bezogen, Stoff liegt schon da, jetzt brauche ich noch einen hitzebeständigen Kleber, weil den braucht man. Wenn da die Sonne aufs Dach ballert, dann, wenn ihr da nur einen Kleber nehmt, wo 50 Grad aushält, dann kommt der Himmel euch gleich wieder in die Gegend des Kopfes. Und das braucht man ja nicht. Tja, Stoff ist da, und wenn das soweit ist, dann wird es auch gedreht, wie der Himmel ausgebaut wird, das kann ich euch dann auch zeigen. Dann hat mir einer gefragt, ja, wann ich meine Videos drehe, beziehungsweise hat einer geschrieben, ob ich überhaupt was arbeite, weil ich mittags um 12 Video drehe, weil auf der Kali-App hat man das gesehen. Ja, ich habe Urlaub, beziehungsweise auch am Wochenende drehe ich mittags, beziehungsweise nachmittags oder zu irgendwelchen Zeiten das Video, wann ich halt gerade Zeit habe. Und klar, ich arbeite was, aber das ist privat, was ich arbeite, das geht keinem was an. Und das hat auch mit YouTube nichts zu tun, beziehungsweise für die Videos, was ich euch präsentiere. So, dann haben wir einmal, ja, ein Abonnent, beziehungsweise eine Abonnentin hat mich gestern besucht. Und ja, war recht amüsant, wir haben uns ein wenig unterhalten und so. Und heute, beziehungsweise wir haben heute Freitag, heute kommt auch ein Abonnent zu mir. Der bringt mir für dieses Fahrzeug eine Motorhaube mit Emblem, beziehungsweise auch in der gleichen Wagenfarbe, falls jemand fragt, Cosmo Schwarz Metallic, Farbencode 303-9 war es. Ja, warum kompakt und nicht Coupé Limousine, hat mich einer gefragt, oder Cabrio. Ich fand den kompakt eigentlich alltagstauglich, jetzt nicht, weil er drei Türen hat oder sowas, weil einer geschrieben hat, ja, wieso soll der, ja, ich sag mal, alltagstauglich sein. Alltagstauglich finde ich einen Kompakt Touring, nicht, weil der Touring jetzt vier Türen hat. Es liegt an der Heckklappe. Die Heckklappe vom Kompakt, vom Touring, geht mit der Scheibe auf. Wenn man da mal größere Sachen einladen möchte, dann hat man wenigstens keine Ladekante wie bei der Limousine, beim Coupé und beim Cabrio, beziehungsweise diese. Da passt nichts rein. Ich sag mal, in dem Auto passen zwei Sätze Alufelgen rein mit Reifen. Also 8 Reifen und 8 Alufelgen. Habe ich ohne Mist da schon reinbekommen. Nicht in dieses Auto, aber in mein voriges Auto. Und da soll mir noch mal einer sagen, kompakt passt nichts rein. Also von daher passt den Touring auch rein. Da passt wahrscheinlich noch mehr rein. Aber nichtsdestotrotz, Coupé ist ein Zweitwagen für mich, beziehungsweise ist nicht so wirklich meins. Und gut, es sieht schön aus, aber für den Alltag wäre es für mich einfach nichts. Kali-App, beziehungsweise haben mich wieder welche gefragt, warum ich bei meinem 95er Baujahr keine Kodierung vornehmen kann. Also Leute, ihr müsst die Videos auch schon gucken, also umsonst mache ich sie ja nicht. Ich habe in dem Video erwähnt, erst ab 98 kann man
das ganze Zeug kodieren beim BMW E36, weil er dann nämlich im Zeitraum mit dem E46 gebaut wurde und die Steuergeräte dann eigentlich auch so im Endeffekt gleich gebaut wurden und deswegen kann man erst ab 98 kodieren. Bei 97er Baujahr kann man schon auf Steuergerät zugreifen mit der Kodiersache, bloß ist nichts eingebaut im Fahrzeug. Also von daher, wer vielleicht 97er hat mit Alarmanlage oder so, der kann dann dieses optische Auf- und Zuschließsignal vielleicht noch kodieren, aber sonst, das war es eigentlich auch schon wieder fast. Ja, dann Schlachtvideos. Ja, die sind jetzt vorbei, es gibt keine mehr. Vom Armaturenbrett wollte ich eigentlich ein Separatvideo machen. Leider hat es nicht geklappt. Der Akku ist kaputt. Nicht kaputt, sondern war leer von der Kamera. Und deswegen, ja, keine Videos. Kein Video. Aber ich kann euch trösten, der Kumpel von mir schlacht demnächst eine Limousine. Ich frage ihn einfach mal, ob ich da das Armaturenbrett abfilmen darf zum Ausbau. Und dann kommt vielleicht deswegen auch nochmal eins. Aber ich kann es euch nicht versprechen, von daher. Tja, Schrottvideos. Schrottplatzvideos, ey, ihr feiert die sowas. Mich hat gestern erst wieder einer angeschrieben, wann kommt denn das nächste Schrottplatzvideo? Ich habe zu ihm geschrieben, ich habe doch erst letzte Woche eins hochgeladen. Ich kann nicht jede Woche am Schrottplatz gehen wegen euch oder jeden Tag. Also ich habe noch zwei, wo ich schneiden muss. Die lade ich nächste Woche hoch. Vielleicht schaffe ich es einmal Anfang der Woche, einmal Ende der Woche eins hochzuladen. Und ja, dann seid gespannt drauf. Ja, alles, ja, hier steht jetzt nur noch alles selber beigebracht. Mich hat nämlich mal einer irgendwie erwähnt, ja, was magst du für einen Fusch und sowas? Aber das will ich eigentlich gar nicht wirklich erwähnen im Video. Aber ich sag's euch trotzdem jetzt mal. Ich habe mir beim BMW bzw. Kfz Wissen alles selber beigebracht. Das heißt, Elektrik, Kabelbäume bzw. Schaltpläne lesen, habe ich alles selber beigebracht. Also von BMW 36 weiß ich fast alles, noch nicht alles. Aber wenn es euch interessiert, es gibt von jedem Hersteller eigentlich so ein Buch, das heißt, so wird es gemacht, kauft euch das, das habe ich auch. Da steht alles drin, was man benötigt. Wenn ihr euch das kauft für 20 Euro, dann könnt ihr an eurem Auto auch selber was schrauben. Das ist nicht das Problem, kauft es euch, das ist sein Geld wert. Es gibt es auch als PDF-Datei, beziehungsweise wer es haben möchte, ich habe die PDF-Datei. Ich kann es euch per E-Mail schicken, wenn ihr wollt, vom BMW E36 jetzt. Ja. Und hier noch so Privatgründe. YouTube möchte oder beziehungsweise die ganzen User möchten halt immer mehr von mir wissen. Aber manche Dinge sind privat, die haben nichts mit YouTube zu tun, auch nichts mit den Videos. Und deswegen lasse ich das auch immer außen vor. Da wird auch nichts drum herum gehen. Also wer irgendwas Wichtiges wissen will, immer nur alles über die Videos, aber nichts Privates. Beziehungsweise fragen mich immer viele, wo ich herkomme. Ich habe es einigen schon gesagt, aber das hört jetzt auf. Ich kann euch sagen, dass ich in Bayern wohne, aber das reicht auch schon. Ansonsten, wer ein BMW-Treffen, genau, BMW-Treffen, haben sie mich auch gefragt, wann ich denn mal ein YouTube-Treffen mache, beziehungsweise ein kleines BMW-Treffen. Boah, Leute, da fragt ihr mir noch was, ey. Ich weiß es gar nicht. Ich muss erst mal schauen, ob ich irgendwie eine Organisation zusammenbekommen, zwecks irgendwas, ob ich das überhaupt machen darf und sowas. Und ja, mal schauen. Ja, BMW-Treffen ist bis jetzt noch nicht geplant, beziehungsweise ein kleines Treffen, wie gesagt. Ja, das war's mal wieder von mir. Kleines Infovideo für euch heute. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Punkte erzählt, was ich erzählen wollte. Genau, meine Alufelgen, das muss ich noch schnell erzählen. Die müssen weg, die, wo vor dem Fahrzeug dabei waren, diese anderen 17 Zöller. Den Link packe ich morgen in die Infobox, die müssen weg. Ich wollte dafür 350 Euro haben noch, kauft momentan keiner. Ich habe es jetzt als Notkauf drin, dass jemand drauf anspringt. Also wer so haben will, 200 Euro und da geht auch nichts mehr am Preis, dann holt er sie ab und dann sind sie weg. Also wie gesagt, 200 Euro und dann sind sie weg. Versand ist leider nicht möglich, weil das kann ich nicht noch aufnehmen. Außer es kauft einer für 350, dann verschicke ich sie noch.
Aber dann ziehe ich noch vorher die Reifen runter, die kaputten vorne. Und dann wird es eh leichter von dem ganzen Zeug. Ja, wie gesagt, dass ich nicht so lange herumrede, mache ich jetzt Feierabend. Hier an der Seite findet ihr die vorigen Videos. Und jo, bis dahin, Leute. Und seid gespannt auf die nächsten vielen Videos. Und ach ja, Soundvideos kommen natürlich auch noch. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Also bis dahin. Jetzt kommt nämlich so scheiß Windböe. Servus.